heute schminke ich für euch den lang angefragten Alltagslook, ein natürliches Make-up für jeden Tag. Und ich tue das mit meiner neuen Palette von Zoeva. Das ist die Cocoa Blend Palette und ich benutze Pinsel von Zoeva. Und alle anderen Produkte, die ich noch verwende, findet ihr natürlich unten in der Infobox. Als allererstes möchte ich sagen, ich habe meine Haut heute Morgen gepflegt mit einer Tagescreme. Ich habe eine Augencreme aufgetragen und sonst habe ich nichts gemacht. Doch Lippenpflege habe ich ein bisschen drauf gemacht heute früh. Und jetzt nehme ich mir ein Kosmetiktuch und nehme erstmal das überschüssige Fett ab. Klingt komisch, aber ich habe eine fettige Mischhaut. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt schon einen halben Tag rumgerannt bin, hat sich da so ein bisschen was vielleicht angesammelt auf meiner Haut. Deswegen tupfe ich das jetzt vorsichtig ab. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, also das ist jetzt mein ungeschminktes Gesicht, aber vielleicht seht ihr es schon. Ich bin so ein kleines bisschen gebräunt. Und ich möchte euch gerne kurz davon erzählen, dass ich mein Caudalie Auto Bronzant, also meinen Selbstbräuner für das Gesicht verwendet habe und sehr, sehr zufrieden damit bin. Es gibt im Moment noch den Rabattcode MAMAKO. Ihr findet den auch unten in der Infobox bei der Medpex Apotheke. Das hatte ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Hups, falsch rum. Und ja, also das gilt noch und falls euch das interessiert, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe es jetzt getestet. Das ist wirklich ein tolles Produkt. Als erstes gebe ich mir jetzt mal Pflege auf, meine Reve de Miel von NYX. Auch die ist in diesem 10% Gutschein mit enthalten von der Medpex Apotheke und das tupfe ich mir jetzt einfach mal großzügig auf die Lippen, um sie nochmal extra weich zu machen und zu pflegen, weil die Lippen kommen bei mir als letztes dran und dann sind sie schon mal schön vorbereitet. Damit meine Haare mich nicht stören, werde ich sie jetzt zurückbinden mit einem Haarband. So, dann sind sie schön aus dem Gesicht und dann können wir loslegen. Zuallererst verwende ich meinen Benefit Professional. Das ist ein Porenverfeinerer, den ich mir auf die Finger gebe und vorsichtig auf der Nase und an den Seiten verstreiche. Einfach um vergrößerte Poren etwas kleiner wirken zu lassen. Sie werden dadurch quasi ein bisschen verstopft und das Make-up, was da drauf kommt, wirkt nachher ebenmäßiger. Und ja, diese großen Poren, die mich doch immer ein bisschen stören, werden damit einfach kaschiert. Dann schnappe ich mir mein Make-up und den 104er Buffer von Zoeva. Das ist einfach ein Träumchen, ne? Und damit gebe ich mir das Make-up jetzt erstmal so ein ganz kleines bisschen auf die Haut. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur das Display, ich kann sonst nichts sehen. Und verteile das mit dem Buffer auf meine Haut. Eine ganz dünne Schicht, weil es soll ja ein natürliches Make-up sein, so für den Alltag. Das heißt gleichzeitig für mich auch immer, es soll schnell gehen, sodass man relativ flott fertig ist und startklar ist für den Tag. So, jetzt habe ich mir doch mal einen Spiegel zur Hand genommen. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen verstärkt. Das heißt, hier rechts und links, wo meine Rötungen sind, habe ich ein bisschen mehr von dem Make-up aufgetragen. Insgesamt ist es aber eine sehr, sehr dünne Schicht Make-up, die ich jetzt genommen habe. Ich habe das alles noch mal so ein bisschen nach unten verstrichen, so am Kinn, zum Ohr hin. Insgesamt sehr wenig genommen, weil es ja ein natürliches Make-up sein soll. Aber genau dafür ist dieses Make-up wie gemacht. Das macht wirklich so ein ganz natürliches, leichtes Finish. So ein bisschen Unebenheiten kaschieren, aber nicht richtig abdecken. Also das ist so ein richtig schönes Make-up, um so ein leichtes, natürliches Finish zu erhalten. Und der Pinsel ist einfach butterweich, da könnte ich jetzt noch eine Stunde weitermachen. Jetzt ist der Concealer dran. Ein bisschen Concealer brauche ich. Das hier ist der Fit Me Concealer von Maybelline. Der ist super leicht und deckt auch nicht besonders stark ab, aber so ein bisschen die Augenringe möchte ich gerne kaschieren und auch nochmal über die Rötungen hier gehen, rechts und links von der Nase. Ein bisschen was gebe ich mir auf die Nase, aber nicht allzu viel. Einen kleinen Stippen hier unten aufs Kinn. Mehr muss das heute nicht sein. Und das arbeite ich ein mit meinem geliebten Beauty Blender. Dieser hier ist der schwarze. Und das tupfe ich mir jetzt einfach in die Haut, sodass sich das schön mit der Haut verbindet und gleichzeitig natürlich auch noch so ein bisschen aufhält und nochmal zusätzlich so ein kleines bisschen mehr abdeckt als das Make-up. Darüber gebe ich mir jetzt ein wenig transparentes Puder. Ich benutze hier das All About Matte von Essence und ich mag das sehr, sehr gerne mit einem dicken, fluffigen, buschigen Pinsel. Das tupfe ich mir einfach so ein bisschen auf und verteile das so leicht in kreisenden Bewegungen. Ich habe festgestellt, dass dieses Puder hier von Essence wirklich super mattiert und das ganze Gesicht so richtig schön matt hält den ganzen Tag. Und das ist wirklich ein super Puder für wenig Geld. Da kann man nicht meckern. Ich habe das jetzt erst so ein bisschen für mich entdeckt und es lag lange in meinem Schrank rum. Ich habe das nur einmal für ein Video verwendet und jetzt habe ich so meine Liebe dazu gefunden. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein empfehlenswertes Puder. Wenn man Probleme hat mit einer fettigen T-Zone oder überhaupt schnell nachglänzt, ein bisschen was mehr nehme ich noch auf, um den Concealer nochmal extra zu setten. Und dann war es das schon mit dem Puder. Dann können wir schon weitermachen. Ich finde auch das Finish total schön von dem Puder. Das macht so einen leichten Weichzeichner. Das hält und das hält wirklich. Also über Stunden bleibe ich jetzt so matt und muss gar nicht nachpudern. Das habe ich gestern erst wieder festgestellt. Da habe ich das auch verwendet und war abends so, huch, hast ja den ganzen Tag nicht nachgepudert.
tolles Puder, tolles Produkt, wirklich. Jetzt mache ich mich mal eben an die Augenbrauen. Da verwende ich von Manhattan meinen Eyebrow Pencil in der Farbe Blondie Brow. Das gebe ich mir als erstes oben auf. Und dann werde ich von Backstage mein Superwear Brow Balm benutzen, um das Ganze noch so ein bisschen zu verdichten. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und von Backstage danach noch ein klares Augenbrauengel einfach drüber geben. Aber ich beginne jetzt erstmal mit dem Stift. Den muss man relativ häufig anspitzen. Der ist sehr weich. Der krümelt auch ein bisschen, aber es ist für mich die perfekte Farbe. Ich fange mal hier vorne an und striche mir so ein paar Härchen nach, wo keine Härchen sind. Ich habe ja sehr, sehr spärliche Augenbrauen und das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Da kann man ja wirklich stundenlang drüber diskutieren über Augenbrauen, welche Form und wie sieht es am besten aus. Also ich mag meine Augenbrauen im Moment sehr, sehr gerne, so wie ich sie jetzt hier nachstrichele mit meinem Stift, mit meinem Brow Balm und ihr werdet ja gleich das Ergebnis sehen. Jetzt benutze ich den 317 Wingliner von Soeva, das ist so ein leichter abgeschrägter Pinsel, gehe ein bisschen in meine Brow Pomade hier rein und fülle mir jetzt einfach die Augenbrauen damit ein bisschen auf. Es ist nicht ganz so einfach, das immer mit so einem kleinen Spiegel zu tun, aber es funktioniert. So, dieses Brow Balm hat den Vorteil, das hält auch den ganzen Tag und macht sich nicht so schnell vom Acker wie zum Beispiel jetzt der Stift alleine oder ein Augenbrauenpuder, habe ich zumindest festgestellt, weil man doch schon mal so drankommt und so ein Puder, das fliegt dann halt schnell weg. Dieses Eyebrow Balm bleibt da, wo es hingehört und ich fixiere das Ganze jetzt einfach nur noch mal ein bisschen mit dem klaren Augenbrauengel. Das reicht auch, also da bleiben die Härchen so ein bisschen in Reihe und Glied, das macht die Härchen so ein bisschen steif und dann bleiben sie genau da liegen, wo man sie haben will. Und fliegen nicht wild in der Gegend rum. So, jetzt sind die Augen dran und ich habe diese Palette ganz neu und habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie das Augen-Make-up jetzt genau aussehen soll. Ich werde jetzt erstmal den hellsten Ton hier unter die Augenbraue setzen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke, dass ich diesen rotbraunen Ton mir hier in die Lidfalte setzen werde und mal gucken, was rauskommt. So, wie gesagt, erstmal den hellsten Ton so ein bisschen hier unter die Augenbraue. Das ist ein matter Ton, finde ich aber sehr, sehr schön und passt natürlich auch super zu einem natürlichen Augen-Make-up. Das hebt die ganze Augenbraue nochmal so ein bisschen an optisch und ich mag das immer ganz gerne, das so ein bisschen auch als Basis zu nehmen. Und in den inneren Augenwinkel und so ein bisschen auf das innere Augenlid gebe ich mir die Farbe auch auf. Das hält das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf. Wie gesagt, soll ja auch schnell gehen und nicht so aufwendig sein oder werden. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Farbe. Das mattiert nochmal so ein bisschen. Das ist übrigens der 234 Luxe Smoky Shader. Jetzt bin ich mit dem Pinsel 228 einfach in diesen wunderschönen rotbraunen Ton gegangen aus der Zoeva Palette. Freshly Toasted heißt der und den gebe ich mir jetzt einfach in die Lidfalte mit ganz leichter Hand. Also ich nehme den Pinsel etwas weiter hinten und gebe mir den so ganz vorsichtig erstmal so in die Lidfalte hinein. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Das, was ich an Farbe aufgenommen habe, reicht für beide Seiten. Und ich ziehe noch gar nicht so weit raus. Ich gebe erstmal konzentriert die Farbe so in die Lidfalte hinein und verblende das gleichzeitig so ein bisschen mit leichten Bewegungen. Also die Pinsel machen irgendwie alles von alleine. Da braucht man sich nicht mehr groß abmühen. Mal abgesehen davon, dass die traumhaft schön sind, machen die auch noch einen guten Job. Ich habe ja Zoeva-Pinsel schon sehr, sehr lange in Gebrauch. Ich hatte mir damals die normalen gekauft in schwarz. Ich habe auch welche hier. Und dieses türkisfarbene Set fand ich auch ganz, ganz toll. Also die machen ganz, ganz tolle Pinsel insgesamt, finde ich. Und der Soft Luxe Definer, den benutze ich sehr, sehr häufig. Und ja, also falls ich gleich noch mehr Pinsel brauche, habe ich mir die jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Jetzt gehe ich hin und habe keine weitere Farbe aufgenommen und gehe jetzt aus der Lidfalte quasi so ein bisschen hier hinten raus. Das heißt, ich ziehe das aber so leicht nach oben, damit es das Auge nicht so runterzieht. Ich ziehe das einfach so leicht nach oben und das mache ich auf der anderen Seite natürlich auch. Mir ist das jetzt ein kleines bisschen, ich glaube schon fast zu kräftig. Jetzt gehe ich nochmal in einen anderen Ton rein. Das ist jetzt die Farbe Substitute for Love. Also die hat es mir direkt angetan, als ich die Palette das erste Mal aufgemacht habe. Ein sehr, sehr schönes, helleres Braun. Die absolut perfekte Crease-Farbe, habe ich so gedacht. Und ich glaube, das ist sie auch. Also die habe ich jetzt am Pinsel einfach drüber gegeben, über dieses Rotbraune. Und blende das Ganze jetzt nach oben einfach nochmal so ein bisschen aus. Und jetzt werde ich mir mal überlegen, was ich mir auf das komplette Augenlid geben werde. Da sind nämlich auch so ein paar richtig schöne Farben drin und ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. So, das sind jetzt die Farben, die ich bisher verwendet habe. Der helle matte Cremeton hier oben als erstes. Dann habe ich hier diesen rotbraunen Ton genommen, Freshly Toasted und Substitute for Love. Das habe ich mir jetzt einfach in die Lidfalte gegeben. Und ich habe mich jetzt entschieden, Pure Ganache, diesen schimmernden Ton hier auf das bewegliche Augenlid aufzutragen. Das mache ich jetzt wieder mit dem 234. Ich habe mir nur einen frischen rausgenommen.
und gebe mir das einfach vorsichtig über das komplette Augenlid. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich bin verliebt. Also es ist ja ein Alltagslook, den ich hier schminke und ich finde das sehr alltagstauglich und trotzdem so ein bisschen besonders dadurch, dass die Farbe so schön schimmert. Ich nehme mal noch ein bisschen was auf für die andere Seite. Oh, so eine schöne Farbe. Ich hoffe, es kommt richtig rüber in der Kamera, dass ihr das auch schön sehen könnt. Traumhaft. Aber ich zoome nachher nochmal ran, wenn wir fertig sind. Ich werde mir nämlich jetzt als nächstes noch einen Lidstrich ziehen mit dem dunkelsten Ton aus der Palette. Das mache ich auch mit einem schmalen Pinsel. Das mache ich häufiger mal, dass ich mir mit einem Lidschatten einfach einen Lidstrich ziehe. Dafür nehme ich den 322er Browline Pinsel und gehe damit in diesen matten Ton. Beans are white steht hier drauf. Ich nehme ein bisschen was von der Farbe auf und setze ihn mir jetzt einfach als Lidstrich hier oben nochmal ganz nah an den Wimpernkranz. Und ich tupfe das wieder auf und ziehe nicht, wie ich das normalerweise mit einem Gel-Eyeliner machen würde, sondern ich tupfe den einfach auf, so. Ganz nah am Wimpernkranz entlang und habe damit natürlich gleich eine leicht verrauchte Linie, die so nicht scharfkantig ist, sondern die so richtig schön sich weich anschmiegt an die Wimpern sozusagen. Das verstärkt natürlich den Wimpernkranz nochmal ganz ordentlich und das mache ich jetzt einfach auf der anderen Seite auch. Das ist natürlich auch eine flotte Methode, den Wimpernkranz zu verdichten. Ohne da jetzt mit dem Eyeliner dran zu gehen, vielleicht auch für Anfänger eher geeignet. Da kann man auch nicht so viele Fehler mitmachen, so finde ich. Und das war es auch schon mit dem Eyeliner sozusagen. Was ich jetzt noch ganz gerne mache, ist, ich schnappe mir einen braunen Kajal. Ich habe hier einen von Essence rausgesucht in der Farbe Teddy. Und gehe mit diesem Kajal nochmal von unten an die obere Wasserlinie. Muss ich mich kurz konzentrieren. Das heißt, ich drücke den nach oben die ganze Zeit, um den Wimpernkranz noch mehr zu verstärken in einem natürlich gehalten in braun und nicht in schwarz. So, eventuelles Fallout, wobei ich jetzt hier in dem kleinen Spiegel kaum was sehen kann, nehme ich dann nochmal runter mit einem Puderpinsel so ein bisschen, damit da halt nichts von dem, ja, es hat aber nicht gekrümmelt. Also eigentlich hat es nicht gekrümmelt, nur so als Tipp. Und wenn man mag, kann man dann natürlich nochmal mit dem Crease-Pinsel, also mit dem dicken Blendepinsel, nochmal drüber gehen und eventuelle Kanten, die man noch sieht, so ein bisschen verrauchen, so ein bisschen weicher machen. Blenden ist ja immer das Allerwichtigste, auch für ein Alltags-Make-up, denn das soll ja schließlich auch den ganzen Tag halten. Es soll zwar schnell gehen, aber es soll ja trotzdem gut aussehen und den ganzen Tag halten. Und das ist schon mein Ergebnis. Ich tusche jetzt gleich nochmal die Wimpern ein bisschen nach. Das mache ich mit meiner Lieblingsmascara von Chanel. Das ist die Le Volume Ultra Noir. Das ist nur eine kleine Probe, aber damit kommt man ja auch richtig lange aus und ich liebe sie. Ich hatte meine Wimpern ein bisschen vorgetuscht, weil ich heute Morgen schon unterwegs war und nicht ganz ohne außer Haus gehen wollte. Das heißt, ich war ja ungeschminkt, aber hatte so eine leichte Schicht Mascara aufgetragen. Jetzt kommt noch meine richtige Schicht Mascara hinterher von mit der Chanel, sodass die Wimpern auch so ein bisschen Wawawum machen. Ich mag das immer sehr, sehr gerne, auch im Alltag. Ich mag es gerne, wenn sie getrennt sind, aber ich mag sie auch gerne so richtig fett. So, das Augen-Make-up sitzt. Es ist alles soweit. Ich finde es schön geworden. Also es sieht echt gut aus. Ich mag die Palette total gerne. Und jetzt widmen wir uns nochmal ein bisschen dem Gesicht. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Bronzer. Da nehme ich meinen MAC Harmony und nehme dafür den 126 Luxe Cheek Finish Pinsel und gehe damit ein bisschen rein. Ich schaue jetzt mal kurz zur Seite, weil ich dort einen Spiegel hingestellt habe. Und ich mache damit einfach nur ein bisschen die Kontur. Das heißt, da, wo ich normalerweise die Kontur setzen würde. Dann verteile ich das hier nochmal Richtung Ohr so ein bisschen. Und natürlich unterm Kinn. Das mache ich auch immer sehr, sehr gerne. Das rundet das Ganze nochmal so ein bisschen ab. Und dann kann man rechts und links vom Kinn hier auch nochmal so ein bisschen runtergehen. Einfach, ja, um das alles ein bisschen runder zu machen. Ein super schöner, weicher Pinsel. Und welchen Pinsel ich auch sehr, sehr liebe, der auch jetzt in dem Set nochmal mit drin war. Ich habe den schon zweimal in schwarz. Hier ist er. Und ich liebe den total. Damit gehe ich jetzt nochmal in das gleiche Produkt hinein. Der passt sich eben ganz genau so an. Also ich kann den genau unter meine Wange setzen. Wenn ich so mache hier. Und gebe nochmal ein bisschen mehr so als Kontur hier auf. Das mache ich im Alltag auch. Einfach um das nochmal so ein bisschen zu verstärken. Und was ich damit auch super kann, ist meine Nase konturieren. Weil er so weich ist und sich schön anpasst. Könnt ihr das sehen? Gehe ich halt damit auch nochmal über meine Nase, weil es halt einfach am flottesten geht. Ne? Sonst nehme ich auch gerne mal einen kleineren, schmaleren Pinsel für die Nase und lege dann halt höheren Wert auf Präzision. In dem Fall für so ein Alltags-Make-up mache ich das nicht. Ein bisschen was unter die Lippe.
um die Lippe nachher voller erscheinen zu lassen. So, und dann kommt noch ein bisschen Blush drauf und dann wenden wir uns schon den Lippen zu. Hier nehme ich heute meinen Lieblingsblush von Wet n Wild und gebe mir ein bisschen was davon einfach hier so oben auf die Wangen und ziehe das so nach hinten. Da muss man vorsichtig mit sein, der ist nämlich sehr, sehr gut pigmentiert. Einfach um so ein bisschen Frische ins Gesicht zu zaubern. Und Highlighter werde ich jetzt auch benutzen. Und zwar nehme ich dafür meinen Mary Luminizer. Ich fahre einfach mit dem gleichen Pinsel so ganz leicht hier rein. Der ist super pigmentiert. Und das ist ein ziemlich krasser Highlighter. Und gebe mir den hier oben einfach auf. Man sieht es sofort, ne? Dusch. Dadurch, dass ich jetzt einmal da reingeditscht bin und da sehr viel Produkt dran ist, gebe ich mir den genau dahin, wo ich ihn haben will. Drehe den dann um, wo kein Produkt dran ist. Und verteile das nochmal so ein bisschen, weil er wirklich sehr, sehr krass ist. Und das gibt halt nochmal so einen typischen natürlichen Glow, der mir sehr gut gefällt. Aber ich habe den jetzt wirklich nur an diesen drei Stellen aufgetragen. Sonst nirgendwo. Das mache ich manchmal, wenn ich abends ausgehe, auch noch ein bisschen wilder im Gesicht. Aber das muss für so einen Alltagslook nun auch nicht sein. Jetzt habe ich noch zwei Lippenstift-Varianten für euch. Und zwar einmal die schnelle Nummer ohne Kummer. Das ist mein MAC Sirup Lippenstift. Den kann man sich einfach so auftragen, ohne Lip Liner oder so. Finde ich total schön. Sehr alltagstauglich. Ich habe jetzt auch nicht viel genommen. Der ist weich, der ist pflegend und so würde ich jetzt halt eben rausgehen und würde ihn tragen. Aber ich möchte natürlich auch noch eine zweite Variante zeigen und zwar der neue Trend, braune Lippen. Da habe ich eine super schöne Kombination gefunden, die mir sehr, sehr gut gefällt. Auch im Alltag, die sehr tragbar ist und die sehr, sehr lange hält. Und deswegen nehme ich den Lippenstift jetzt wieder ab und zeige euch meine braune Lippe. Hier verwende ich einen Lip Liner von P2, Perfect Look Lip Liner heißt der, in der Farbe Chocolate. Der ist sehr, sehr braun tatsächlich. Ich trage mir den jetzt erstmal auf. Es ist nämlich noch nicht fertig dann. Et voilà, ich bin wieder in den 90ern angekommen. Hurra! Der Lip Liner ist natürlich matt, also der kommt matt raus auf den Lippen und der sorgt natürlich auch dafür, dass der ewig hält. Also so ein Lip Liner, so ein matter, wenn man sich den komplett auf die ganze Lippe aufträgt, hält wirklich Bombe den ganzen Tag. Aber weil mir das ein bisschen zu krass ist, so für den Alltag, gebe ich hier nochmal einen Lipgloss drüber. Das ist eigentlich ein matter Lipgloss von Essence in der Farbe Soft Nude. Der hält das Ganze nochmal ein bisschen auf und ich finde, der ist auch gar nicht so totmatt. Der ist mehr so semi-matt, sagt man, glaube ich. Denn da fange ich jetzt einfach in der Mitte der Lippe an. Ich kann jetzt nicht weiterreden, Moment. Und so ist das Ergebnis für mich annähernd perfekt für eine dunkle 90er-Jahre-Lippe. Erstmal riechen die total gut, die von Essence, und die halten auch recht lange und den kann man halt eben einfach dann in die Handtasche schmeißen und mitnehmen und immer wieder nachtragen. Mir gefällt es total gut. Ich nehme jetzt einfach mal mein Haarband wieder raus, kämme mir nochmal kurz durch die Haare und dann sehen wir gleich das Endergebnis. Und ihr werdet lachen, so bin ich tatsächlich in den 90er-Jahren rumgelaufen mit einer dunklen Lippe. Ungefähr so geschminkt auch mit den Augen, also relativ natürlich gehalten die Augen, aber immer ein bisschen Kajal auch drauf. Und schöne Wawa-Wum-Wimpern und dann halt eben die Lippen. Ja, und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an meine Jugend. Und ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich würde sagen, der ist wirklich tragbar im Herbst, im Winter. Er beinhaltet die braune Lippe, die jetzt im Moment so angesagt ist. Ist aber ansonsten auch echt alltagstauglich. Mit dem Augen-Make-up finde ich nicht ganz so viel Blush, nur ein bisschen Highlighter und schön aufgewärmt das Gesicht mit Bronzer. Mir gefällt es ausgesprochen gut. Es passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut in den Herbst-Winter hinein. Und ich trage das auch im Moment total gerne. Allerdings muss ich sagen, dass ich die dunkle Lippe nicht ganz so häufig trage. Ich greife dann doch eher zu dem Sirup, MAC Sirup oder zu einem anderen pflegenden, leichten Lippenstift. Und deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden, den Sirup wieder aufzutragen für meinen jetzigen Alltag. Damit fühle ich mich einfach wohler, den kann ich mal eben schnell nachziehen und ja, auch ein schöner Alltagslook, oder? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!